Der eine rappt für sich, der andere rappt für andere. Am allerbesten ist, wenn du hast Verwandte, hast du keine Family. Auch egal, komm doch einfach her, sweet. Und dann bist du ein Teil von uns, wenn du hier jeden Montagabend ein bisschen Kunst supportest und einfach hinein in das Mic in deinen Scheiß Rhymes, den du tief im Herzen hast und uns zeigst. Du kannst es auch kryptisch verpacken, ja, und dann in das Mikrofon hinein irgendwas sagen, Mann. Hauptsache im Tag völlig egal und irgendwie passt das dann auch mal. Wenn das nicht verstanden wird von den anderen, ist das schon okay, solange das im Takt drin ist, ja, dann ist alles nice. Deswegen sind wir hier alle eins, denn es geht nicht darum, dass man zuhört, nein. Das Wichtigste ist doch, nicht empört zu sein, wenn einer irgendwas sagt. Also hab dich selber unter Kontrolle und frag zu viel oder frag zu wenig. Aber mach es mit Liebe, mach es einfach richtig. Hör einfach zu oder nicht, aber gib Respekt und tu wenigstens so, als wenn du zuhören könntest, ja. Denn das ist das, worum es geht. Wir alle wollen doch eigentlich nur das Gefühl von, versteht der mich oder versteht der mich nicht? Eigentlich egal, denn sicherlich geht's nur darum, wie du das interpretierst, also das verstanden werden. Es geht nur darum, wie du das, was du gesagt hast, irgendwann wieder auffassen kannst, weil du schaffst Assoziation nur für dich. Denn es ist deine Projektion, die ganze Welt, alles um dich rum, das bist nur du und du entscheidest, was du rauslässt, um es irgendwann vielleicht wieder zu verwenden, weil du noch weiter was dazu sagen willst, was aufbauend ist, weil du vielleicht denkst, es wäre richtig wichtig, dass die ganze Welt nur dich versteht und eigentlich interessiert sich gar keiner für dich, weil alle sind so wie du, alle wollen nur verstanden werden, dabei können wir das gar nicht, nein. Ich kann niemals irgendwen anderes verstehen, weil ich bin nicht er oder sie und er oder sie nicht ich. Nein, wir sind alle irgendwie anders, haben alle irgendwie in unserem Kopf nur so Gedanken, die ganze Zeit hin und her fliegen, ja, und irgendwie vielleicht manchmal auch viel zu verrückt sind, Mann, aber eigentlich ist das alles egal. Auch wenn wir so verschieden sind, haben wir die Qual der Wahl. Was wollen wir unser Leben lang machen und wie lange wollen wir uns damit beschäftigen, dass das vielleicht alles irgendwie Schwachsinn ist, was man macht auf dieser Welt, alles nur Systeme und so, ja. Und dann entscheidet man sich für irgendeinen Weg und geht den und quält sich dann die ganze Zeit, weil man denkt, das wäre der Weg des Lebens, den muss man gehen, weil einem irgendwie jemand den vorgegeben hat, vorgegeben oder gezeigt, aber ist das wirklich deins, ist das wirklich eins, ich meine, bist du eins mit dir selbst und dem Weg, den du gehst und allen anderen herum auch, Digga, dann schwebst du und dann fühlst du das auch, ja, dann weißt du, dass alles nice ist, weil du bist eins mit der Energy, mit dem Vibe und bist irgendwie total high, dabei musst du nicht mal kiffen dafür, ja, das ist live, dann ist richtig nice und es ist nicht ganz so, Digga, gar nicht schlimm, weil du kannst jede Sekunde deinen Blickwinkel ändern und einfach so entscheiden, dass plötzlich alles wieder gut ist. Dazu musst du einfach nur die Mundwinkel anheben. So Angela Merkel-Style, aber andersrum. Anti-Eben. Also nicht Anti-Leben, sondern Anti gegen alles, was dir an Negativity entgegenkommt. Anti gegen alles, was dir entgegenfliegt an Negativity. Einfach Anti alles außer Liebe. Denn dafür musst du sein, ja, hast du Liebe in dir und auch Liebe für alle anderen. Dann fliegt die Liebe zu dir in dein Gesicht und auch in dein Hirn hinein. Ja, dann kannst du einfach Liebe spreaden und einfach den Scheiß machen, den du willst, so wie Lüge hier grad. Ja, nimmst dieses Mikrofon und gehst einfach ab. Ah, und der Mino, der macht noch weiteren Part rein. Oder soll ich jetzt einfach hier übernehmen, damit der Lüge einfach wieder weiter einsteigen kann? Yo, lass mal sehen. Lass mal sehen, was los war. Liebe ist so schnell vorbei. Was war denn da los, mein verbranntes Toast?